Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen grauen Nachmittag-Morgen-Dämmerungsluft in Mafia 3, meine Freunde. Und wir haben das Auto verpasst. Ich weiß gar nicht mehr, wir sind hier zu Fuß hingekommen oder haben das Auto mitgenommen. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wirsch und keine Ahnung, was hier los ist. Wir nehmen das nächste, das uns geblieben ist, steigen ein und fahren los. Kann sogar unser Wagen sein. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo, wie, was, warum. Zur Information, wir gehen kurz mit Cassandra reden, denn wir haben ihr einen nächsten Bezirk zugewiesen. Und ich wäre jetzt... Naja, wenn jetzt hier irgendwas passiert oder so, ich habe da keine Verantwortung und Joe weiß dafür. Also seid uns sicher und gut. Wir geben den nächsten Bezirk Burg zu gut, denn er hat jetzt als einziger nur noch ein, oder er ist ein Bezirk. Er ist aber gar nicht so ausgerastet wie beim Anfang. Also beim ersten Bezirk, ja, aus Eingabe, Zuordnungsgedingse halt. Da er vielleicht weiß, ja gut, wir haben ihm wirklich viel Aufträge gemacht, auch nebenbei ein bisschen was. Und daher wird er vielleicht doch ein bisschen mehr verzeihen als doch jemand anderes. Denn ja, jetzt eine Nutte und ein bisschen Alkohol. Und die Dame, schön, die will reden. Die Bähnchen summen und die Vögel zwitschern, Mr. Clay. Und sie alle erzählen mir, diese Dixie-Schweine drücken sich hinter irgendwelchen verfallenen Schuppen rum und versuchen noch mehr von ihren Waffen zu verticken. Hm. Na dann, oh, hier unten. Das heißt, die Kerle brauchen Geld. Vielleicht, weil sie sich mit der Southern Union zusammengetan haben. Ich will... Darf ich nicht. Treffen wir sie da, wo es weh tut. Na gut, aber ich sage jetzt mal so. Wenn die jetzt da einen neuen Bezirk angrabbeln will, denn das soll jetzt... Wenn das hier ein neuer Bezirk ist, dann soll das Burg gehören. Denn der hat ja das Recht, die rechtmäßige Sache hier, damit wir den nächsten abräumen... Also den nächsten zugeordnet haben. So rum. Ne? Daher, auch wenn das hier von Cassandra auskommt, den nächsten Bezirk, geben wir natürlich Burg. Er hat es einfach verdient. Er hat das verdient. Es ist so, wie es ist. Es bleibt so. Ende aus. Pipapo. Es ist so. So. Das kommt daran, dass man nur ein bisschen kurz hinschaut und dann wieder auf die Aufnahmeprogramm. Es ist elends doof. Sorry, es ist doch immer nur doof. Quitsch. Ah. Ich frage mich eigentlich, wenn wir jetzt bauen wir selber immer ein bisschen Unfälle hier, ne? In Mafia 3 baut man eigentlich immer ein bisschen Unfälle. In jedem Videospiel baut man Unfälle, weil man nicht so sorgsam auch ist. Es ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man selber Auto fährt und selbst im Auto sitzt, logischerweise. Aber... Ich würde wirklich mal gerne wissen, wirklich gerne wissen, wie viel an Schaden ich eigentlich in diesem Spiel schon zahlen müsste für die Autos, die ich hier zu Schrott gefahren habe oder angekauft oder was auch immer. Wie viel zum Teufel haben wir hier schon verpulvert? Ich habe doch keine Ahnung. Gefühlt auf jeden Fall viel zu viel. Logischerweise, was denn sonst? Aber, ey, was können wir mehr sagen? Uiuiuiuiui. Ja, gehen wir ein bisschen näher ran. Haben ja die gute Grundlage schon geschaffen. Hat niemand gehört, oder was? Nicht ja doch, oder wie? So leicht gebe ich nicht auf. Wirklich? Denn ich würde. Okay.
Der nächste ist einfach nur tot. Fliegt rum und macht nichts. Ja, also wenn du mich siehst, dann guten Rutsch. Ist ja vollkommen legitim, dass man mich sieht. Ah, wenn die das lernen würden, ich hab doch kein Problem. Oh, verdammt. Komm, Köpfchen, schieß! Was? Ist wirklich? Was ist mit dem nur los? Können wir das kurz klären? Was hat denn der Herr, was wir nicht haben? Ist das nur gebackt hier oder was? Haben wir... Nee, hä? Wir hätten eigentlich richtig schießen müssen, aber irgendwie haben wir da nie vorbeigeschossen. Wie auch immer das möglich ist, ich habe da keine Ahnung. Wir aber haben den Truck und bringen den natürlich wie immer ordnungsgemäß zurück. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Oh, ja, wir müssen nicht mal so schnell fahren. Wir sind in der Luft schneller. Denn wir haben sozusagen... Wie jetzt haben wir da einen Pfeil oder was? Keine Ahnung. Wir sind sozusagen ein bisschen schneller in der Luft, da wir ja ein bisschen mehr Gewicht haben. Daher kommt das Phänomen von der Überhitzung und was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir uns das Ding da, wo der Pfeil ist, hinbringen. Gut ist und Ende. Ja, Ende ist schneller gesagt als getan. Daher will ich es nicht sagen. Ruhe da hinten, du Arschgeige! Tja. Oh. Ja, ich freue mich wieder, also hier ein bisschen auf Achse zu sein, weil wir haben noch ziemlich wenig mit der Kassandra zu tun gehabt in den letzten Zeiten. Ne? Wir haben immer mehr die Hauptstory gemacht. Und jetzt verfolgen wir ein paar Nebenquests, bis wieder alles im Lot ist. So, nee, das war schon richtig. Und nun? Ach, zu Cassandra zurückkehren. Nichts leichter als das, möchte man so sagen. Aber ich glaube, da kommt noch leichteres, beziehungsweise weniger leichtes auf uns zu. Naja, wir gehen eine Runde rein und hören, was da die Dame willkommen, zu Bruder. Sagen hat. Es tut sich einiges in den Straßen. Und das alles wegen dieser Waffen hier. Zynala? Einer der besten Kunden der Dixies ist unser eigenes Polizeirevier. Wir haben da einen schweren Polizeitruck unter Verschluss. Voll beladen mit Militärwaffen. Genau die Art Waffen. Wir bekommen einen Gefallen dazu, wenn wir einen Polizeitransporter entführen. Na, nichts leichter als das. Ist ja nicht gerade. Ist ja nicht schlimm, ne? Das machen wir locker. Aber die 2,5 Kilometer, die werden uns schon ein bisschen einheizen. Daher sage ich mal, einfach gesagt, wir werden es schaffen. Oder so ähnlich. Ja, wir werden es schaffen. Wir werden das bestimmt schaffen. Wenn nicht, dann gebe ich mir ein auf die Nüsse oder auf die Hupen oder was auch immer. Aber wir geben uns ein. So, wunderschön. Lalalalalalalala. Oh, hallo. Das geht eigentlich schneller runter als gedacht. Denn wir fahren auch ein bisschen schneller als gedacht. Ne? Die Leute hier, die sind ja auf, keine Ahnung, was auf ein bisschen beschränkt im Fahren. Wie eigentlich auch. Wir fahren aber nur schneller als wir eigentlich dürfen. Also geistlich und gesegnet gesehen, ne? Nicht diesen blöden. Hat's überhaupt hier irgendwelche Schilder oder so, die Geschwindigkeit begrenzen, wenn man so was frage?
Ich habe es jetzt irgendwie noch nie eins wahrgenommen. Naja, nicht so schlimm. Wir kommen über die Runden. Gibt's hier irgendwelche Abzeichen oder so? Oder Steam-Punkte? Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Fliegende Partikel haben wir immer wieder hier. Das Auto sieht aus, die will es nicht noch wirklich, die will noch abbiegen. Ja, dann viel Spaß beim Abbiegen. Die will noch abbiegen, die Dame, aber die ist ja schon überdacht mit einem Auto. Wie geht das überhaupt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Da kommen wir nicht hoch. Aber hier kommen wir rein. Naja, das geht offenbar leichter als gefragt. Eigentlich müssen wir nur Gesundheit. Wie jetzt? Haben wir da jemanden? Haben wir ausgenockt? Gut ist, ne? Also ich bin hier wirklich gerade ein bisschen leise. Es geht um Polizeirevier. Es geht um ein Polizeirevier, dem wir doch ein bisschen, ich ein bisschen angespannt bin, ne? Weil Polizei und so ist ja auch nicht gerade was Einfaches, wenn man so in den Polizeirevier einbricht, beziehungsweise irgendwie rundherum bricht. Also ja, jetzt sind wir draußen, das heißt, wir dürfen hier normal sein, aber wir dürfen jetzt bei dem, müssen nur einen ausschalten, hier, den Herren hier. Ist ja nichts, ne? Dann ja auch so rum nichts. Was ist denn los? Nee. Den hätte man nicht töten sollen. Naja. Nicht so schlimm. Oh. Ja, gegen ein... Was? Ich habe gesagt, ein Polizeiwagen soll doch eigentlich gut sein mit den Reifen. Ja, anscheinend nicht so gut. Nee. Doch, die sind irgendwie nicht mehr dran. Okay, wir haben jetzt zwar
ein Wagen, der ein bisschen damaged ist wegen Reifen und so. Ich glaube, alle sind tot, ne? Alle Reifen sind irgendwie... Nee. Einer ist noch gut. Da werden wir jetzt irgendwie hingehen. Wir haben auch irgendwie keine Markierung oder so, aber ich glaube, die ist gar nicht mal so weit entfernt. Also daher, ja, nicht mal so weit entfernt. Wir schaffen das vielleicht noch in dieser Episode. Ich mache es in dieser Episode noch, weil, naja, ihr wisst ja, das Speichern geht halt nicht so gut. Wir sind entkommen, aber erwartet nicht zu viel von der Episode hier. Genau. Welche? An alle Einheiten, Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Ja, logisch. Ich will keinen Sichtkontakt haben. Das ist ja nicht gerade so optimal, ne? Wenn wir jetzt alle Reifen noch hätten, würden nicht so auf 30 Tacken runterholen. Okay, wir sind nur noch in ein, sozusagen, 1-2 Reviere. Müssen dann auch übergehen. Ist noch überschaubar, aber ich kack mich gerade so ein, dass wir hier nur mit einem Reifen durch die Gegend fahren. Wirklich? Aber ja, ich glaube, es ist 2-3 Sekunden, kommen sie wieder. War doch logisch. Naja. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Warnung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Jetzt müssen wir nur irgendwie, wir dürfen nicht so ganz uns entdecken lassen, denn die sind ja anscheinend da wieder mal erpicht darauf, uns nicht zu entdecken. Keine Ahnung wieso. Ah, guck mal, unser Zuhause rechts. Ja, ist ja die Polizei, muss ja was heißen hier, ne? Boah, das würde schon längstens... Würde schon längstens irgendwie, in der Realität würde hier schon längst irgendwas passieren hier mit dem Auto. Irgendwie würden die Reifen abfahren, keine Ahnung, also abfahren, genau, abfahren, einfach so plump, weg sind sie. Na, guck mal, hier sind die Sachen. So. Uiuiui, mit einem richtigen, noch guten Reifen haben wir den noch geschafft. Aber wir gehen noch zu Cassandra und dann sagen wir aber, uiuiui, viel Spaß und danke dir fürs Zuschauen. Denn es war heute doch schon eine recht lange Folge, wenn ich so sagen darf. Aber wir haben es ja, wir können es ja haben. Die Leute fühlen sich endlich wieder sicher in ihren Häusern. Dass wir jetzt diese Waffen haben, ändert alles hier im Hollow. Ein gutes Gefühl, ein Stück von der Stadt zu bekommen. Ja, das könnte man etwas schon so sagen. Und ja, das ist das Volk, immer das Volk von ihr. Ich glaube, die hat irgendwie keine Blätter, wenn ich hier immer durchgehe. Die hat irgendwie niemals Blätter da. Also die wird da nichts mehr mit Notizen zu tun haben. Ich frage mich, wie auch die sie irgendwie über Wasser hält, denn die hat ja hier nichts irgendwie, was sie verdient. Daher, meine Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüssi. Das war's.